sowieso keine Ahnung. So. Ei, ei, ei. Was für ein Fußballabend. Herzlich willkommen, danke vielmals. Bei uns ist der Murat Yakin vom Schweizer Eishockey. Es war ein schöner Fußballabend. Mega. Mit vielen Emotionen. Es war nicht von Anfang an alles klar, so wie wir es gerne haben. Wie hast du ihn erlebt? Also, ich habe absolut keine Ahnung von Fußball. Das stimmt. Wir haben zusammen Fußball geschaut. Ja, aber ich sehe, es geht um einen Ball und zwei Mannschaften. Ja. Aber nein, mega cool. Ich finde es sensationell. Schwierig war am Anfang, wenn ich mit Mitglied in der ersten Halbzeit, aber nachher haben die mir erklärt, dass wir es in den Griff haben. Ja, genau. Wir haben dem Schweizer Nationalcoach erklärt, wie das Spiel funktioniert. So. Psychologische Betreuung. Dieses Empfinden, ich bin aufgewühlt. Aber, du bist immer aufgewühlt. Ich brauche es wirklich nicht viel. Nein. Selbst wenn Nussgipfel weg sind oder so, bist du schon nervös. Ich bin der emotionale Typ, mit der Granit Xhaka vom Schweizer Fernsehen. Nein, ich habe ja gestern gesagt, wie zuversichtlich dass ich bin. Nachher hat es auch super angefangen. Und dann bin ich gleich noch kurz ins Zittern gekommen, ein bisschen durchgeschlingert. Am Schluss war ich fast schon enttäuscht, wie souverän dass das heimgespielt worden ist. Wirklich? Also, ich lerne gerne. Und heute muss ich sagen, also, er versteht mehr als du auf dem Fußball. Sorry, aber das weißt du mir auch gesagt. Ich habe viel gelernt. Das ist ein Kompliment. Aber ich muss sagen, es war sensationell, wie wir vor allem offensiv geshootet haben. Super coole Goal geschossen. Röstli, oder? Ja, genau. Der Sieg, oder? Auf das Achtelfinale gegen Portugal. Ich habe Patrick Fischer übrigens auch noch erklärt, dass das ein guter Gegner ist, Portugal, dass das fast besser ist als Südkorea. Bin ich da falsch? Ich habe gesehen, die Schweizer lieber gegen grössere Gegner spielen als gegen kleinere. Ist das nicht so, weißt, so wie eine Abwehrhaltung oder so eine Absicherung von dir? Weil du weißt, ja, wenn man gegen Portugal rausgeht, kann man sagen, ja gut, das ist Portugal. Ja. Bist du so einer? Ja, aber so geht es ja den Spieler auch. Spielen die nicht lieber gegen Kanada als gegen Usbekistan? Nein. Nein, wir spielen definitiv lieber gegen Usbekistan. Nein, es ist klar. Also du hast willst schon gerne der Favorit sein. Und wenn du besser bist und normalerweise auch gut spielst, gewinnst du auch. Wir können mal einen kleinen Zusammenschnitt. Der Granit Xhaka war on fire heute. Und zwar gerade so, dass es glaub, gar noch gut war. Es war hart an der Grenze. Es hat ein paar Szenen gegeben mit dem Granit Xhaka, wo man gesehen hat, wie aufgeladen er ist. Wie das Spiel für ihn natürlich etwas Spezielles ist mit dieser Vorgeschichte. Man hat es lange abgekocht. Es sind dann doch ein paar Emotionen hochgekocht. Hast du das als Coach gern, wenn ein bisschen, also im Hockey ist es ja sowieso noch ein bisschen mehr mit Emotionen und auch Aggressionen drin? Wie hast du den Granit Xhaka gesehen heute? Oder was da so ein bisschen Energie und Emotionen rum war? Vielleicht hat er auch mit dem Muri kommuniziert, dass er aufs WC muss. Ich weiß es nicht. Oder meinst du die Geste, die er da? Nein, es ist klar. Es war so viel auf dem Spiel und auch Vorgeschichten und ja, die Kulturen sind emotional und danachher die haben einander provoziert und dann. Ich bin beeindruckt, wie wir eigentlich ruhig geblieben sind bis zu dieser Szene dort. Und dann haben wir einander unterstützt und spielen einander geholfen. Und das erwarten wir auch als Coach, wenn so Sachen passieren auf dem Eis bei uns. Also einer, der ein ruhiger ist und das Ganze von der Szene beobachtet, dass man einen anderen rausnimmt. Der Manuel Akanji hat die Rolle heute fast ein bisschen reingehauen. Der Papa, der sagt, sehr wichtig war, dass dann so noch so einer kommt. Aber es ist immer so schwierig, weil dann hast du immer schon den Pulk drin, oder? Und dort geht es hin und her, und es ist ein Schupf, und dann kommt einer von hinten, der ja eigentlich will, dass sie auseinandergehen. Aber er ist halt nur mal eine Hand, die irgendwie Leute rumzerrt. Dann kann es gerade nochmal aufkochen. Dann kann es noch viel schlimmer rauskommen. Und es kann natürlich auch sein, ich meine, gerade Xhaka ist so ein cleverer und strategischer Spieler, das durchaus auch sein, dass er weiß, hey, ich muss die im Fall noch ein bisschen provozieren und nachher rastet die aus und nachher verliert das ganze Spielkonzept. Und eigentlich ist es ja so gewesen. Also eigentlich haben wir gedacht, nach den ersten wilden Szenen, dass okay, jetzt sind die Serben da aufpeitscht und kommen nochmal, aber eigentlich haben sie ihren ganzen Faden verloren. Die haben nachher nichts mehr angekriegt. Also, und was auch erstaunlich war, ich meine, der Schiedsrichter, wie oft hat er in diesen Szenen einfach reingepfiffen? Ja, pfiffen, niemand hat zugelassen. Wieso der Verkehrspolizist, der in dem Insel in der Mitte ist und er kann sich nicht wehren, wenn die Leute einfach überall durchlaufen? Ja. Einfach niemand loszufinden. Ja. Gut, er kann sich dann schon wehren mit Karten, dann hat er Granit Xhaka dann auch aber noch eine geile Karte. Nur zwei eine geile Karte. Der kommt das nächste Mal mit so einer grossen Pfeife. Ja. Wirklich so. Das sind alle gehört. Packt wieder die Vuvuzela von der WM 2010 aus. Oder eine Kuhglocke. Gibt es das im Hockey auch so? Also, wir kennen all die Vorgeschichte von dem Duell Serbien gegen Schweiz mit den Kosovaren in der Mannschaft.
also wenn es jetzt ein Hockeyspiel gewesen wäre, im Fußball darf man vieles nicht, im Hockey weiss man, da geht es ein bisschen härter zu und her. Wie wäre das dort zu und her gegangen, wenn es jetzt ein Hockeyspiel gewesen wäre? Ja, ist natürlich schon schwierig zu sagen, aber im Hockey ist natürlich, du kannst natürlich schon bewusst einen wirklich abspitzen, auf Deutsch gesagt. Und das kannst du im Fußball das auch, aber dann bist du wirklich auf dem Platz. Und ist ein bisschen schwieriger, aber es gibt auch logischerweise im Hockey manchmal, so Duelle in den Playoffs und wenn Spieler sich nicht gerne haben, und dann, ja, dann muss man dort auch ruhig bleiben, weil schlussendlich wir reden manchmal von, bei uns Hockey tough ist nicht einer von hinten in die Bande rein zu checken, es ist wirklich auch Schläge einstecken, wie die Mannschaft in die Schüsse liegen, das ist wirklich Toughness und Härte und nicht einer von hinten unfair aber ja, säbeln. Und das probieren wir auch in den jungen Spielern schon früh mitzugeben. Und weil das ist schwierig nachher, wenn einer ja, überkommt, nicht reagieren und sonst ja, schade ist halt bei uns im Sport und auch im Fußball. Aber man muss ja ein bisschen gegenheben. Also man muss ja auch so sagen, wir sind auch da, wir haben uns nicht alles gefallen. Und es ist dann ein schmaler Grat, dass es nicht eskaliert. Also Rudelbildung kennt man sehr gut vom Hockey. Das passiert ja regelmäßig in den Playoffs sowieso. Also da auch, gell? Im Fußball eher nicht so oft wie im Hockey. Ist das jetzt keine Rudelbildung gewesen? Wohl, eben das. Das ist aber, ja, aber das gibt es ja eigentlich regelmäßig. Sie ziehen einfach dann nicht Händchen ab. Das, und gibt's dann das noch? Das wie so Händchen abziehen und dann... Viel weniger. Das ist früher in Nordamerika hat es die Goons gegeben, die für das zuständig waren. Da hat der Coach gesagt, okay, wenn man gemerkt hat, die Mannschaft ist ein bisschen am Schlafen, dann hat er den Goon auf sich da, dass er irgendwie zusammengeschlagen und dass alle wach sind. Und das gibt's auch nicht mehr. So aber es ist eigentlich, ich habe das immer noch fairer gefunden. Es gibt zum Teil bei uns im Sport halt auch Spieler, die dreckige Fehler machen mit dem Stock oder einfach hinten. Das ist viel gefährlicher. Mhm. Und dann in Nordamerika, die werden dann halt, du weißt, wenn einer probiert, das Handgelenk zu brechen mit dem Stock, dann kommt noch der Gross. Und dann musst du die Verteidigung. Also, dann machst du es eher nicht. Ja. Und das gibt es nicht mehr. Also, die Guns sind wie. Der Gross, der dann kommt, wäre ja der Manuel Akanji, aber der ist ja etwas friedfertig, um oder böse. Also, hat ja so Spieler hat es im Fußball auch gegeben. Die sind vielleicht ein bisschen später ausgestorben, aber es hat ja auch die Roy Keynes gegeben oder vorher noch der Vinnie Jones, wo eigentlich nur mit so üblen Fouls eigentlich sich Respekt verschafft haben. Und auch immer auf die guten Spieler natürlich, auf die besten Spieler. Einfach mal, vor allem in den ersten zwei Minuten, einfach mal richtig auf die Knöchel. Aber es ist echt schön, dass das nicht mehr so gibt, finde ich jetzt. Ja, also Spektakel haben wir genug gehabt. Also es ist wirklich in der letzten dritten Runde, also eigentlich alle Gruppen sind am letzten Spieltag zum Teil in der letzten Minute noch entschieden worden. Auch da, man hat jeden Tag haben wir gerechnet, die Goalzählt, das Verhältnis angeschaut, zum Teil sogar die Anzahl gelben Karten noch verglichen. Es ist eine spektakuläre WM geworden, nach einem, sagen wir, eher verhaltenen Start mit viel, viel Nebengeräusch. Wie gefällt es dir bis jetzt? Also mega, aber es ist wie du sagst, es ist unglaublich viele Überraschungen gegeben, von Anfang an und spektakulär viel Goal auch heute. Ich meine, der Match heute, also Serbien, Komplimente die können wirklich gut shooten vorne innen und wir vorne haben, mit Betonung auf vorne innen, ja. Ich meine, wir haben die Goal, die wir geschossen haben, jetzt zweite und dritte sensationell gut rausgespielt. Und das haben wir auch gesehen. Ich bin wirklich ein Laie. Mir haben die Marokkaner mega gut gefallen. Können quasi kein einziger von denen, aber die haben dann gut geshootet. Und ja, es kann so weitergehen. Jetzt kommt Portugal und gefällt mir. Marokkaner hat mit den Spaniern dann jetzt zu tun im Achtelfinale. Die gewinnen. Die gefallen dir auch Marokkaner? Ja, grundsätzlich schon. Ich finde es ja vor allem, das ist das, was die WM eigentlich auch ziemlich deutlich zeigt. Dass, ich meine, sieben von diesen acht Gruppen hat in der Nachspielzeit vom letzten Spiel von dieser Gruppe, wenn dann noch ein Goal gefallen wäre, wären alle sieben Gruppen, nur die Schweiz-Gruppe jetzt nicht, hätte es noch eine Veränderung gegeben. Ich meine, du siehst auch, wie eng dass die Mannschaften alle zusammen sind. Und es ist auch nicht so, du hast jetzt ein Achtelfinale, ja, Marokko-Spanien, eigentlich ist eine Favoritenrolle dort auch klar verteilt, eigentlich auch bei Schweiz-Portugal ebenso. Aber die Spiele sind noch überhaupt, also wirklich bei weitem nicht entschieden. Und ich finde es trotzdem schön, dass die Mannschaften, die eigentlich jetzt weitergekommen sind, sind alle die sich eigentlich verdient haben. Es sind die Mannschaften, die sind ausgeschieden, die es aus irgendwelchen Gründen sich alle selber zugeschrieben haben, dass sie ausgeschieden sind. Auch wenn es manchmal, wie bei Deutschland, nur eine schlechte Halbzeit war oder manchmal ist es ein schlechtes Spiel war, wenn du nur drei Spiele hast. Selbstschutz ist niemand einfach mit Pech rausgekommen. Es sind die weitergekommen, die es verdient haben. Sensationell. Es ist niemand mit 9 Punkten durchmarschiert. Also all die Grossen, die mit 6 Punkten in die letzte Runde sind, haben alle verloren. Spanien, Frankreich, Portugal, Brasilien heute jetzt auch noch gegen Kamerun. Die Einzigen, die es halt jetzt wirklich verwünscht haben, sind die Deutschen. Du hast, glaube ich, ein bisschen mitgelitten mit den Deutschen. Ja, ich meine,
es ist schon bitter gewesen. Ich meine, die haben, wie du gesagt hast, die haben schwierige 30 Minuten gegen Japan und dort den Match verloren. Und dann gestern eigentlich, ja, ich finde, recht offensiv und gut gespielt. Und dann schlussendlich gehst du raus, wenn, ja, weil wir Spanien gegen Japan verliert, das ist eigentlich hart im Sport. Aber ja, wie du sagst, sie haben es selber vergeigert. Ja. Das part of it. Es gibt mit diesen drei Matchen ja, es gibt nicht viel Raum, zum irgendwie Fehler zu machen. Und, ja, ich gehe dann auch so in Situationen rein, wie ist es mit dem Trainer, was ist das Interview nach dem Match. Und, Deutschland ist da recht bissig unterwegs nach dem Match mit Fragen. Und Hansi Flick hat, ist dann, ich kann mich ein bisschen kleiner fühlen, was dann so ein bisschen abgeht. Aber ist es nicht einfach so, du bist dann vielleicht dann näher, weil du schaust halt dann und du verstehst das, weil es sind die Deutschen und du kommst das mit über. Aber wahrscheinlich ist der ecuadorianische Trainer auch so angegangen worden, oder? Du kommst dann halt einfach nicht mit über. Ja, ich kann schlecht Spanisch. Oder der, weiss auch nicht, wer sind noch viel rausgekommen, der iranische Trainer wahrscheinlich auch. Doch, du bist wegen denen näher, weil du halt mit überkommst. Ja, ich probiere auch zu lernen, wie hat es Wunder genommen, okay, wie geht das, der Flick um mit dieser Situation, wie redet er, was sind seine Äußerungen und auch die schönen, heute Mori gesehen, das Interview, wenn, ich meine, ich weiss auch, wie es sich anfühlt und für mich ist es immer spannend, die Reaktionen der Coaches auch, ob es einer wirklich ja, ein Ausflippen ist oder ruhig bleibt und gestern, also Kompliment an Flick, wie er reagiert hat, ich finde, sie haben recht, also nicht provoziert, aber sind schon ein bisschen härtes Angriff. Ja. Ich bin heute bei meinem argentinischen Coiffeur gsi. Seht man es? Ist gut worden, oder? Ja. Du bist so viel bei dem argentinischen Coiffeur. Hola Juan, das ist mein Coiffeur übrigens. Das ist der Juan. Er hat eine Ecke eingerichtet mit ganz vielen Fanartikeln. Er ist ein grosser Maradona-Fan. Und der Juan hat mir erzählt, zu Argentinien ist man mega froh, dass die Deutschen draußen sind. Weil er sagt, wir können gegen alle verlieren. Wir spielen gerne gegen Spanien. Gegen Spanien kannst du auch mal verlieren. Du kannst sogar gegen Brasilianer, die ja Rivalität haben, verlieren. Aber gegen die Deutschen verlieren wir immer schon die Kabine. Wenn ein Argentinier ein deutsches Trikot sieht, dann macht er sich schon in die Hose und dann ist das Spiel schon fast verloren. So ein Angstgegner. Habt ihr auch so Angstgegner? Ja, also Schweden, Schweden, wirklich? Schweden? Ja. Ja. Nein, die sind definitiv ein Stolperstein. Du bist zweifacher Vize-Weltmeister, kann man durchaus sagen. Zweifacher Vize-Weltmeister. Ja. Leider zweimal im Finale verloren gegen Schweden. Die Schweizer haben ja Fußballer haben auch schon Erfahrungen gemacht mit Schweden. Die Schweden liegen uns weder im Eishockey offensichtlich noch im Fußball. Die Spanier sind, glaube ich, auch froh, dass die Deutschen draußen sind. Es gibt sogar Gerüchte, die sagen, die Spanier haben noch ein bisschen mitgeholfen. Also sich einfach jetzt nicht mehr wahnsinnig gewehrt so in der 90. Minute jetzt noch angegriffen. Ja. Aber also sie haben sicher nicht extra verloren, das nicht. Aber ja. Angstgegner braucht es ja, das ist doch eigentlich lässig. Also braucht es. Also die Serben haben jetzt auch neue Angstgegner übrigens. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich definitiv so. Aber die Freude ist rundum bei den anderen grossen Favoriten, glaube gross, der Gary Lineker. Gary Lineker hat twittert. Man kennt seinen Spruch. Er hat ihn noch etwas erweitert. Fußball ist ganz ein ganz einfaches Spiel. 22 Männer jagen einen Ball nach, 90 Minuten lang. Und am Schluss gewinnen immer die Deutschen. Wenn es dann durch die Gruppenphase kommt, hat er es neu noch angehängt. Und das Schöne, wenn man dann den Tweet genauer anschaut, hat es noch ein Video angehängt von ihm und ein paar Kommentatorenkollegen. Ja, also Schadenfreude ist die schönste Freude. Ich finde es eben eigentlich schon lässig. Also, weißt, viele sagen ja, das ist ja fast so ein bisschen nationalistisch, wenn so England gegen Deutschland und umgekehrt und so. Aber eigentlich ist es doch wie sportliche Rivalität. Das kann man wie trennen vom anderen. Da kann man durchaus sich ein bisschen lustig machen. Man kann nachher trotzdem noch zusammen anhocken und ein Bier trinken oder einen Tee oder was auch immer die trinken. Das muss eigentlich möglich sein, ohne dass da gerade irgendwie eine nationalistische Debatte entsteht. Aber das wird irgendwie leider immer wieder mal gemacht. Absolut, ja. Aber es sind einfach zwei sportliche Mannschaften. Die haben ja nicht jetzt etwas gegen Schweden an sich. Nein, das hat einfach so ein bisschen, ja, das ist einfach Geschichte. Wir haben jetzt einfach zweimal gegen Schweden im Finale verloren. Und dann hat sich das, wenn man zweimal gegen Finnland verloren hat, wäre es Finnen. Und wir schlagen dafür meistens Kanadier. Also vielleicht sind wir der Angstgegner der Kanadier. Aber es ist so ein bisschen. Ja, ich meine, es ist nicht das normales Derby. Schweiz-Schweden ist nicht das Derby. Das Derby ist Schweden-Finnland. Die haben sich definitiv nicht gegeben. Oder Schweiz-Deutschland? Mehr Deutschland, ja. Aber auch mit den Deutschen. Wir haben es eigentlich gut mit denen. Mit dem Staff und alles, logisch. Auf dem Eis
ja, haben wir sie nicht gern. Aber neben uns, wir arbeiten eigentlich nahe mit Deutschland zusammen, dass wir uns verbessern. Aber ja, Rivalität ist. Aber wir sind schon besser als Deutschland im Hockey, oder? Ja, aber sie verlieren trotzdem regelmäßig. Also, wirklich? Also, wer, Patrick! Wer jetzt? Wir verlieren gegen Deutschland. Ehrlich, wenn wir nicht verlieren. Nein, definitiv. Ja, nicht alles verdrängt. wie hast du gesagt, du bist der Murat Yakin vom Schweizer Eishockey. Du bist natürlich schon viel länger Coach von der Schweizer Nazi als der Murat Yakin bei den Fußballern. Ihr kennt euch. Wie ist eure Beziehung? Also wir kennen uns schon lange, wo wir beide noch gespielt haben. Er hat ja Handball gespielt, oder? und ich Basketball. Mhm. Und wir haben uns damals schon kennt und haben uns zusammen geölfelt. Ich schätze ihn sehr. Ich finde ihn ein sensationell guter Typ, super Fußballer gewesen, ein mega Coach jetzt und ich mag es richtig gönnen. Ich finde er will auch, er ist kontrollierter defensiv, aber sie spielen gut nach vorne und machen kreative Geschichten. Das ist das Gleiche, was wir auch ein bisschen machen im Schweizer Hockey. Wir wollen defensiv gut stehen, aber auch nach vorne lebendig und frischen Sport zeigen. Und ich mag es mega gönnen. Es gibt ja Gerüchte, dass du und Murat Yakin in der gleichen Sekte sind. Ich glaube, Fiat Lux, das ist die Sekte von Uriella. Es ist da ein Bild aufgetaucht, wo wir euch sehen, im weißen Sektengewand, ganz links. What? Der Patrick Fischer und der Murat Yakin. Oh, sie sind noch jünger. Chapeau. In der Mitte, glaube ich, Uriella, wo sie noch jünger war. Der Boris Becker ist dabei, der Bruno Kernen und Tanja Frieden. Sie ist die Einzige, die weiße Kutte nicht angehängt. Aber wir treffen euch. Das ist eine gute Sekte. Also, das ist sensationell. Wir gehen ab und zu den Boris besuchen. Aber... Im Gefängnis? was habe ich jetzt da gerade angeschaut? Wolltest du das nochmal anschauen? Nein, ist gut. Was ist das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was das war. Ich finde, es sieht schon sehr nach irgendeiner Glaubensgemeinschaft aus. Ich glaube, das war ein Golfturnier. Golf tun wir zusammen, du und Murat Yakin. Wer golft besser? Ich weiß auch nicht. Ich habe aufgehört, ich habe es aufgegeben. Ah, hat es einmal den Film gegeben, Happy Gilmore? Ja. Der Hockeyaner, der nachher irgendwie Golfprofi wird und immer flucht wie ein Hockeyaner. Das war nicht ich. Das war etwa du. Immer so. Aber was ich mich schon frage, bei euren Nationaltrainern, also bei den Trainern allgemein, aber so bei Nationaltrainern an diesen grossen Turnieren, im Fußball ist es sehr fest so, wir haben ja 8 Millionen, mindestens, wenn man die Neugeborenen auch noch mitzählt, Nationaltrainer und Nationaltrainerinnen im Land, die wissen es alle besser. Das wird im Hockey nicht viel anders sein. Wie geht man damit um? Geht das um ein Turnier, wenn alle Augen auf dich gerichtet sind und du ständig kritisiert wirst? Und wieso macht er jetzt den? Wieso lässt er den in der dritten Linie laufen? Der müsste doch in der zweiten Linie sein. Ja, das ist schon so. Ich meine, wenn du im Club ein Coach bist, dann ist es einfach für die Region ein interessant. Und als Nationalcoach ist plötzlich dann, wenn die WM ist, dann, die Hockey-Fans oder Fußballfans sind dann interessiert. Aber es gilt sich einfach abzuschotten. Ich bewerte WM in meinem eigenen Film mit dem Coaching-Staff. Und wir schauen dort, dass wir den Bubble eigentlich bei uns haben. Und wir auch die Spieler ermutigen, dass sie nicht zu gross gehen lesen. Das ist schwierig in der heutigen Zeit mit den Social Media. Aber ich muss sagen, immer die Jungs, die es handeln können, gehen lesen. Die es nicht handeln können, weil es donnert damals auch Kritik rein, dann beiträchtig zu eurer Leistung. Und ich bin einer, der sehr. Ich bin jetzt nicht gross unterwegs auf sozialen Medien, während Weltmeisterschaften. Und auch ich lese nicht gross. Ich kann selber beurteilen, was man gut oder was schlecht macht in unserem Coaching-Staff. Und das ist sicher. Eher schädlich. Ich habe das als Spieler schon so eigentlich gehandhabt. Ich bin einer, der immer gelesen hat. Aber es gibt Spieler, die das lernen müssen. Ja, die hat es auch nicht gegeben. Also, der Granit Xhaka, weiss man, vor 4 Jahren, vor dem letzten Serbien-Spiel, hat alles gelesen. Und das hat ihn natürlich zusätzlich noch sagen wir, motiviert. Motiviert, so kann man es auch sagen. Ja. Also, das kommt dann auch so. Sorry, das kommt dann natürlich auch so. Du musst auch aufpassen. Auch, wir sagen unseren Spielern, schauen einfach, was sie sagen. Weil wenn wir natürlich etwas finden, wo der Gegner sagt, dann hängt das schon in der Garderobe. Mhm. Um den Gegner motivieren? Also zum uns motivieren. Ja, genau. Aber motiviert nicht den Gegner mit. Das wäre nicht so gut. Das hat Mario Cantaluppi auch erzählt, dass sie sich gegenseitig schon Anfangs Wochen aufgeschachtelt haben, GC gegen Basel, damit sie richtig heiß sind am Mittwoch. Hat es nicht gebraucht heute, dass man sich noch zusätzlich aufstachelt gegen Serbien? Das mit dem Motivieren. Ich meine, man muss doch keinen Sportler motivieren an einer WM. Darum verstehe ich auch die Kritik nicht, wenn es heisst, sie sind halt einfach nicht so motiviert gewesen. Also, du bist als Fußballer an der WM, also, du musst glaub, niemandem noch sagen, hey, und jetzt gehst du mal richtig. Also, das wäre völlig absurd. Du wirst einverstanden. Ja, und das hat mich gefreut heute. Ich meine,
die Hauptschwierigkeit für die Athleten sind, wenn es eben um wie heute Big Matches und es geht um viel, dass sie nicht blockiert sind, dass sie nicht irgendwie den Druck spüren und vielleicht ein bisschen durch das langsamer unterwegs sind oder zu viel studieren. Und heute, ich finde, wir sind Anfangsmatch und auch in der zweiten Halbzeit, wir sind mega selbstbewusst rausgekommen und drückend. Und das spricht auch für die Mannschaft und auch für den Coach, wie wir rauskommen in der Garderobe. In der ersten Minute gerade eine Chance gehabt. Doppelchance, in der zweiten Halbzeit schiessen wir gerade das Goal. Und es ist so ein bisschen, sind selbstbewusst und nicht irgendwie abwarten und ängstlich rauskommen. Und das Gefühl, da sind wir heute Fußballer sehr gut eingestellt gewesen. Auch von der Körperhaltung und wie sie auftreten sind. Ja. Also, auch du wirst Murat Yakin nicht vieles vorwerfen aktuell im Moment? Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Also, ich habe das Spiel gegen Brasilien nicht so toll gefunden, aber das heute wirklich sehr famos. Also ist auch alles gelaufen. Ja. Und was man auch sieht, was sie am Schluss so gejubelt hat, ist wirklich, wir haben es ja noch oben, wo wir das Spiel geschaut haben, noch gesehen, wie sie so gejubelt haben. Nachher noch die Ansprache mit dem Embolo in der Mitte, wo man so gesehen hat, hey, look, also aus Distanz hat es wirklich so ausgesehen, es ist eigentlich eine gute Truppe. Also, haben es einfach super zusammen. Mega. Also, mega. Und ich meine, aber ich schaue es ein bisschen aus den Coachenbrillen an. Wir kommen zwar die Goal über heute, aber wie sind es eigentlich Goal? Sind Goal passiert? Turnovers, wie wir es im Hockey sagen, ich weiß nicht, da im Fußball. Unnötige Ballverluste. Ja, aber weil wir hätten eigentlich spielen wollen. Ja, ja. Also wir wollen den Ball behalten, sogar der Freuler im eigenen Sprachraum. Ja. Eigentlich noch wollen einen Pass geben. Und ja, jetzt hat es das Gegengoal gegeben, aber das ist eigentlich auch die Stärke, die man in der Offensive hat. Also man kann spielen, man will spielerisch eigentlich Match gewinnen. Und das kann manchmal auch schief gehen. Das ist bei uns im Hockey genau das Gleiche. Man will unter Druck noch einfach immer alles wegschlagen. Das kann jeder. Mal noch einen guten Pass, einen öffnenden Pass, und dann kann man in die andere Richtung gehen. Das ist eigentlich auch, das hat mir gefallen. Klar, manchmal geht es in die Hose. Und es geht in die andere Richtung. Aber du wachst es so, weil spielerisch gewünscht das letztendlich auch, wenn du gut defensiv bist und auch offensiv. Und das ist ich finde, das hat schon beim Bekovic angefangen, wo die super haben, davon offensiv spielen. Und jetzt sind wir besser. Und der Teamgeist ist offensichtlich sehr, sehr gut. Das ist ja nicht bei allen so. Also man weiß von den Belgiern, die sind sehr fest zerstritten innerhalb des Teams. Hast du die Liste gesehen, wo jemand aufgelistet hat, irgendein belgischer Journalist, der aufgelistet hat, welche Spieler alle nicht mehr mit wem redet? So eine Liste. Ja. Es ist still in der Garderobe dort wahrscheinlich. Ja, und sie wissen ja, dass sie einen Maulwurf hat, der das alles rausgegeben hat. Und jetzt suchen sie den, glaube ich, immer noch. Ja, bei den Belgiern ist es schon so, es sind ganz viele alte Spieler, wo du glaube ich sagst, der eine oder andere müssen wir vielleicht auch nicht mehr mitnehmen. Ja. Bei Deutschland geht jetzt die Thomas-Müller-Diskussion los, hätten wir nicht über andere mitnehmen können, statt Thomas-Müller. Es ist ja schon als Coach auch noch schwierig, dann so die Cuts zu machen, zum einem Spieler, du hast das auch gehabt, mit dem Diaz und mit dem Moser, wo du irgendwann, Diaz war der Captain von der Nationalmannschaft, so, wie sagt man einem Spieler, der Petkovic hat es mit dem Berami offenbar nicht so gut gemacht, sagt der Berami, dass er jetzt nicht mehr dazugehört, dass man jetzt auf Jüngere setzt? Ja, das ist halt immer so ein bisschen. Vor allem, wenn sie noch wollen, oder? Dann ist das ja schwierig. Wenn sie nicht, von alleine zurücktreten. Ja. Du verliebst dich auch in Spieler. Ich meine, du kannst mit Leuten, du hast Erfolg und hast mit denen schöne Geschichten gehabt und du hast sie gerne, wie sie auch spielen. Aber irgendwie, zum Teil verpasst man halt auch den Zeitpunkt, um den Schnitt zu machen. Und das ist immer einfach. Und wir mussten den Schnitt auch machen. Das Jahr nach den Olympischen Spielen haben wir sind von 31 im Durchschnittsalter auf 24 runter. Und das ist nicht einfach. Als Coach ist das Mühsamste, in Spieler zu sagen, die mit dir alles gemacht haben für die Mannschaft. Und dann sagst du, okay, jetzt ist es fertig. Aber ja, das ist. Es ist ja vor allem wahrscheinlich dann schwierig, wenn solange die sportlich so ein Standing haben, dass diskussionslos ist, dass sie dort spielen. Egal, was sie vorher erreicht haben. Aber sie haben viel erreicht, sind immer noch mit Abstand die Besten auf dieser Position. Dann gibt es ja die Diskussionen nicht. Aber sobald der natürlich nicht mehr so überragend ist und du hast hinten dran noch andere, die vielleicht noch nicht so viel erreicht haben, aber mindestens gleich gut sind, dann gibt es wahrscheinlich auch Unruhe. Ich finde, der ist einfach der Liebling vom Trainer, oder? Wer ist denn dein Liebling? Kannst du jetzt in die Kamera sagen? Sicher auch einer von der alten Garden. He? Spielt der Sandro Bertaccia noch? Sandro? Ja, mit dem muss ich sogar nicht. Nein, aber du hast, wenn man gerade als junger Trainer, wo du bist, du hast mit Gewissen hast du zum Teil jetzt glaub, nicht mehr zusammen. Mit dem anderen Sambüro habe ich noch zusammengespielt. Okay. Ja. Und dann sagst du? Oder Matthias Seel? Nein, ich meine ganz klar. Mein Raffi Diaz ist auch ein Zucker. Wir sind im gleichen Quartier gross geworden. Ich habe mit ihm zusammengespielt und als Spieler. Und dann war er lange mein Captain. Unglaublicher Typ, super Spieler. Und dann,
ist einfach niemand ist grösser als das Team. Wenn wir das Gefühl haben, okay, wir müssen neue Blutauffrischung machen, dann haben wir auch ein ganz neues Captain-Team aufgebaut, einen neuen Kern. Und ja, das ist dann bitter, aber... Also wie, hast du es ihm dann gesagt oder hast du einfach das Telefon nicht mehr abgegeben? Nein. Er ist der Playoff für Kate und wir sind mit der Nazi unterwegs gewesen. Ich habe ihm dann angerufen. Das müssen wir per Telefon machen. Mhm. Und ich bin dann nach der WM miteinander zu Mittag essen. Und ja, er sieht das auch, versteht das auch. Und jetzt ist wieder alles gut. Aber im Moment ist natürlich, findet er mich nicht ganz cool. Ja, so reagieren ja nicht alle gut. Als der Köbi Kuhn ja damals am Johann Vogel angerufen hat und gesagt, er sei gar nicht mit der Nazi, hat er gesagt, ich steige im Flieger und tätsche den Reis. Ja. Ja, also, du kannst ja nie richtig machen, wenn du per SMS Schluss machst. Auch nicht gut. Heisst, wieso kannst du mir nicht mal in die Augen schauen? Und wenn du sagst, komm, wir gehen zusammen essen, und dann gehen wir zusammen essen, und dann sagst du, bist einfach nicht mehr dabei, und sagst, ja, wegen dem Scheiß hast du mich jetzt da nicht gestellt, hättest du mir ein SMS schicken. Also, die Enttäuschung ist schon immer gross bei einem Spieler. Eben, einfach das Telefon nicht ab. Was mich noch interessiert, ist eine schöne eine Szene, die ich nicht ganz verstehe, aber ich glaube, ich verstehe sie schon. Heute beim Spiel Uruguay-Ghana. Man hat das Gefühl, die Gegner von Uruguay müssen nicht den Goalie oder eigene Spieler beschützen, sondern sie müssen immer den Penaltypunkt beschützen. Haben wir das Gefühl, dass sie einen Penalty gegeben gegen Uruguay und es sind ganz viele Ghanaer, die um den Penaltypunkt stehen und die Uruguayaner wollen wieso irgendwie an den Penaltypunkt hin. Und es ist wie heute auch gar nicht das erste Mal gewesen. Es hat ihm sogar noch eine geile Karte gegeben, weil er nicht aufgehört hat. Was ist das, geile Karte für Penaltypunkt treten? Ja, ich glaube, er hat dann doch das Bein getroffen. Ah. Das hat schon mal bei Portugal-Uruguay gegeben. Das war der Penalty, den Cristiano Ronaldo dann versenkt hat. Die wissen alle, wenn wir einen Penalty haben, wir müssen den Penaltypunkt schützen. Weil die Uruguayaner kommen und wollen den Penaltypunkt irgendwie kaputt machen. Wir würden gerne noch die zweite Szene, genau das ist die Szene, wo einfach die Portugiesen um den Penaltypunkt stehen. Ist das ein Fetisch von den Uruguayern, dass sie... Vielleicht schon, weißt du, noch so einen Hügel reintreten oder so. Irgendwie, das kann man nicht vorstellen. Look, ja, aber grundsätzlich, wenn mehrere Uruguayaner noch mit sind, dann führen sie meistens irgendetwas Böses im Schild. Ja. Das kann man schon mal sagen. All dort und das noch der Penaltypunkt. Also ich glaube, es ist ein Fetisch. Ja, einfach so, um die anderen ein bisschen verunsichern, oder? Dann, weißt, dann treten sie dort irgendwie um und nachher findet der andere sicher, oder haben sicher irgendetwas gemacht und findet nichts und ist dann mega unsicher, so, was muss ich jetzt machen? Irgendwie so etwas. Es funktioniert im Hockey nicht, oder? Die also Ghanaer haben ja verschossen. Ja. Siehst du jetzt? Der Cristiano Ronaldo hat nicht verschossen dort, beim ersten. Dass einer mit dem Feuerzeug noch schnell irgendwie geht, geht die blaue Linie schmilzen. Nein, aber es gibt, beim Penalty haben wir auch schon erlebt, wo die Heimmannschaft geht, du hast ein Eis putzen. Mhm. Und dann nachher dass einfach dem vor dem gegnerischen Team ist dann einfach noch Schnee, oder? Dass der den Trick macht, ist dann, ja, läuft in den Schnee. Also, dass die Eismaschine den ganzen Schnee muss aufsammeln, einfach vor dem gegnerischen Goal. Also nicht gerade den ganzen Schnee, aber er hat einfach dort nicht geputzt. Ja. Er könnte selber putzen. Ja. Haben wir auch schon erlebt. Gut. Mit den Zambonis, oder? Das der Zambonis. Ja, ja. Und die Uruguayaner haben sowieso, jetzt, wo sie dann gegangen sind, haben sie noch eine schöne Szene geliefert, der Cavani, der beim Rauslaufen. Er hat eine Campingnacht bekommen beim Rauslaufen noch. Find, das ist doch der Bildschirm, wo der VAR amix Sachen zeigt. Der Bildschirm muss jetzt umgerührt werden. So. Ich gehe nicht heim, bevor nicht der VAR-Bildschirm umgerührt wird. Jetzt sind wir also in der modernen Fußballwelt. Vielleicht gilt das schon wie tätlicher Angriff auf den Schiedsrichter, wenn man den VAR-Bildschirm umschubt. Wahrscheinlich, ja. Der wird wahrscheinlich ewig lang gespielt. Also ist mir wahrscheinlich egal, weil der tritt wahrscheinlich eh zurück. Der Cavani kann sich alles erlauben. Cavani Suarez tritt zurück. Wahrscheinlich schon. Der Patrick Fischer geht ohne zu randalieren zu dieser Beiz aus, hoffentlich. Wir nehmen noch eins. Es ist interessant, er hat vor dem Gespräch hat er sehr zügig, eishockeyanermässig, halt Bier getrunken. Ja. Jetzt ist er ein bisschen eingeschlafen unterwegs. Ist im letzten Drittel. Ist so spannend. Im letzten Drittel lässt er einfach letzten Drittel lässt er schwedisches Bier, übrigens. Schön, bist du da Patrick Fischer, Nationaltrainer der Schweizer Hockey-Nationalmannschaft. Morgen dann Corina Gredig, Nationalrätin von der Grünen-Liberalen Partei. Mitgründerin vom FC Helvetia. Sie will auch das nächste grosse Frauenturnier in die Schweiz holen. Jetzt wird es wieder ein bisschen politischer. Ich hoffe, wir sind morgen auch wieder dabei. Vielleicht wieder ein bisschen früher, weil morgen spielt die Schweiz nicht. Weil wenn die Schweiz spielt, wird es dann ein bisschen später. Bis dann all die Szenen, wo der Granit Xhaka mit beteiligt war, aufgeschafft sind. Und die schönen. Es hat auch schöne Szenen. Es hat sehr, sehr schöne Szenen gegeben. Wir sind froh. Wir freuen uns auf das Achtelfinale gegen Portugal. Schützen dann einfach den Penaltypunkt sehr gut und hoffen, wir sind morgen auch wieder dabei. Gute Nacht miteinander.